Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Transport Inc. Ich würde jetzt halt wirklich, ich sag mal, kurz abwarten, dass wir 200.000 reinkriegen. Dann gucke ich mir das mit dem Darlehen an. Nehme mir ein Darlehen von 300.000, dann gucken wir mal, was die Tochtergesellschaft macht. So, das Geld kommt ja gerade rein. Wunderbar, dann ein Darlehen. Zinsrate von 18%. Ach, Moment mal, mit der Zeit vermutlich. Ah, je mehr Geld. Okay, je mehr Geld man hat. Ja, okay. Ja, okay, das macht natürlich auch Sinn. Je mehr Geld man hat, desto mehr kann man ausleihen. Ändert sich denn der Zinssatz auch mit der Zeit? Oder mit dem Geld, was man hat? Ich will 200 über die Dauer von... Ja, komm. Über die Dauer von 6. Was sind das überhaupt? Monate? Zahlen. Das sind 20.000. Das geht. Okay, man kann auch so viele Darlehen aufnehmen, wie man möchte, wie es aussieht. So. Tochtergesellschaft. Ja, möchte ich. Eine Tochtergesellschaft übernimmt ihre Aktivität in der gewählten Region. 0 von 4. 25.000. Region, Fenster entfernen. So, Region, wir arbeiten. Ich klicke drauf, aber es passiert nichts. Okay, Moment mal. Okay, Moment mal. Also. Niederlassungsregion. Draufklicken, draufklicken, draufklicken. Und das Land klicken. Was ist der Unterschied zwischen 4 und 5? Beides sagt auf eine Fläche klicken. Ah, okay. Man kann auswählen. Okay, man kann mehrere Gebiete auswählen. Wenn ich jetzt hier sage. 1. 2, 3. So. Das sind Niederlassungsfahrzeuge. Was sind Was sind denn Niederlassungsfahrzeuge? Da kann man einzelne Fahrzeuge auswählen und okay, der Tochtergesellschaft quasi geben. Und dann kümmert sich die Tochtergesellschaft drum. Aber sie kann nur... Sie kann nur 4 Fahrzeuge sich kümmern? Mal, also oder kostet jetzt nicht so viel mehr. Es kostet 1 Million. Also irgendwie habe ich das noch nicht so ganz verstanden. Also sie kümmert sich jetzt halt um diese Fahrzeuge da. Aber ich habe irgendwie das Ganze... Ich habe das irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Ja, und vor allem das Depot ist voll. Ich denke mal, es ist günstiger. Ich kaufe einfach Tochterausgaben. Was? Tochterausgaben. Wenn mir das einer erklären kann, bitte in den Kommentaren melden. Ich verstehe.
verstehe das überhaupt nicht. Umfrage machen. Ich habe jetzt natürlich das Geld dafür nicht. Ich verstehe halt, also kann die Tochterfirma sich nur um 4 Fahrzeuge kümmern? Das ist ja, also ich habe doch im ganzen Ding habe ich doch mehr als, also Also ich glaube, die Tochterfirma, die werde ich wieder auflösen, weil irgendwie verstehe ich das überhaupt nicht. Kann ich im Minus bin? Auch denn da? Ah. Darlehens Limit 400.000. Okay. Prozent. Also mit der Zeit gehen die Raten auch runter. Die Zins. Naja. Also als nächstes habe ich vor Deutschland hier noch zu nehmen. Und dann auch weit voranzugehen. Zum Beispiel hier oben auch noch dann Dänemark mitnehmen. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, dass wir hier Geld für Deutschland kriegen. Auch wenn gerade überhaupt kein Geld reinkommen möchte. Also ich lasse die Tochterfirma mal ihre Sache machen. Doch, das mit den 4 Fahrzeugen wundert mich halt. Nochmal mehr Fahrzeuge geben möchte, das kostet mich 1 Million. Dafür, dass die 5 Fahrzeuge mehr nehmen können. Das ist doch. Keine Ahnung. Monatliche Ressourcen. Für Forschungsinvestitionen. Ja, hier übrigens, zack, zack, so. Ey. Genau. Ihr sollt hier ein Ding arbeiten. So, 390, nehmen wir Deutschland mit. Jetzt kann es wieder abgehen. Also, was haben wir Spannendes? Wir haben hier ein Ding Hannover. Hamburg-Hannover. Damit fangen wir mal an. Oder wir fangen erstmal an mit warten auf Geld. So, und ich sollte echt, also wirklich die zweite Klasse Passagiere nicht aus den Augen verlieren. Weil davon müssen wir auch noch genug transportieren. Wir haben aktuell so bei allem etwa ein Viertel, wenn ich das richtig sehe. 20 von 80, ja. 5 von 20, ja. 13 von 70. Bei der Fracht sind wir noch etwas unter dem Viertel, aber das kriegen wir hin. Wie sieht es? Ich kümmere mich erstmal darum, dass Deutschland hier. Dass man in Deutschland gut hin und her kommt. Hat ja gut geklappt. Geschwindigkeit oder Komfort? Machen wir den Bus mal schneller. Okay, dann halt nicht. Dann halt Hannover, Dortmund. Hehehehe.
Das ist ja wohl jetzt ein Witz. Vor allem auch noch schön, wenn der Bus hier alles aufgeladen hat. Ach, Sam. Wie lang? Wie lang geht's? 9 Tage. Wir haben ja Lüttich ein Depot. Genau. Das ging ja. War das schon 9 Tage? Lol. Genau. Das klappt auch. Wie gesagt, nicht die Frachten aus den Augen verlieren. Klar, neu. Geschwindigkeit. Ja. Okay, so ein Transporter mit einem besseren Motor. So kriegen wir die Frachten hin und her. So, was haben wir hier Schönes? Frankfurt, Stuttgart, Frankfurt, Luxemburg. Hier würde jeweils so einen Bus draufsetzen. Wir werden auch beide voll. Perfekt. Stuttgart-Nürnberg. Ja, Mensch, läuft ja. Läuft ja gerade. Ja, fahr halt einen Umweg, auch wenn. Ja, okay. Weiter. Nicht die Frachten vergessen. Luxemburg, Nürnberg. Hey. Luxemburg, Nürnberg. Na gut, dass ich nicht die erhöhte Kapazität da genommen habe. So, Busfahrer werden unzufrieden, dann kriegt ihr jetzt wieder 4000. Dann sollte hier jetzt wieder eine ganze Weile ruhig sein. Ich habe Österreich. Ich habe Österreich noch gar nicht genommen. Versuchen wir es mal mit Österreich. Wie sieht es bei euch aus? Wien, was hast du zu bieten? Wien hat zwischen Ding Wien, Graz. Können wir noch ein paar Frachten machen? Aber erstmal Geld. Ein kleiner Transporter. Großer Transporter. Also. Okay, wie wäre es mit einem kleinen Transporter gewesen? Es geht ja nicht darum, den möglichst hohen Gewinn zu machen. Es geht ja vor allem darum, einfach nur die Zahlen hier zu kriegen. Muss ich die Schweiz auch noch gleich mitnehmen? Na komm. Was soll der Geiz? Bern Genf. Hier kriegen wir auf jeden Fall einmal alles durch. Einmal die hier. Einmal die hier. Wie viele Frachten? 60. Einmal die hier.
Nein, nicht ganz. Oh, Dion ist gerade überflutet. Während Flut, Ende den 12 Tagen, neue Nachfrage sowie die bestehenden Nachfragen der betroffenen Stadt sind für kurze Zeit erheblich erhöht. Wenn ihr meint. Sind wir im Winter? Wir sind doch im Hochsommer, oder? Ja, Monat, Woche. Jahr 2, Monat 7. Wir sind doch, also wir sind noch weit weg von vom Ski. Aber, okay. Hier wollen ja so viele Passagiere und alles mit. Umfrage. Kostet überall 20. Ich guck mal, was die Umfrage sagt. Anforderungen. 1,6 und eine Geschwindigkeit von 150 oder mehr. Bleibt es jetzt eigentlich immer so? Oh, guck mal. Wir haben hier ja was richtig Schnelles. Oh, für eine halbe Million. Und es sind erste Klasse Passagiere nur. Ah, ne, hier. Ich hab ja für 1 Million. Das wird sowas von in die Hose gehen. Das wird sowas von in die Hose gehen. Aber mal gucken. Damit haben wir doch alle Anforderungen, außer also natürlich die Kapazität, haben wir doch eigentlich alle Anforderungen mehr als erfüllt, oder? Feedback? Ja. Ich denke mal, da können wir mit dem Preis richtig hochgehen. Oder? Da können wir mit dem Preis sowas von hochgehen. Aber so... Ah, nee. Der hat 110 Kapazität. Ich denke mal, die Nachfrage kommt gar nicht so schnell hinterher, oder? Doch. Guck mal, der bringt 31.000 jedes Mal, wenn er hin und her fährt. Das ist ja grandios, würde ich sagen. Kriegen wir 1 Euro mehr? Kriegen wir? Kriegen wir noch 1 Euro mehr? Ich taste mich da jetzt Euro für Euro hoch. Guck mal, dann kriegen wir 32. Und da kriegen wir, keine Ahnung. Aber okay. 63 ist zu viel. 33.500, ja. Ist so eine komische Art, es auszudrücken, aber ja. Okay. Damit sollten wir jetzt aber wirklich schnell viele Passagiere hin und her kriegen. Und vor allem auch schnell viel Geld. Holy shit. Ich möchte nicht den Bus haben, ich möchte... Haben wir was für viele Fracht... Für schnell viele Frachten. Hamburg, Frankfurt. Ich meine, probieren kann man es ja. Zucker!
Alter, das klappt ja grandios hier mit den Zügen. Okay, also meine Grundhaltung zu den Zügen hat sich gerade sowas von verbessert. Wir haben vorhin einfach nur echte Ranzzüge gehabt, vermutlich. Oh, 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 okay. Einfach weg? Okay, ne, einfach weg. Schön, schön, das klappt ja. Okay. Warte. Ich meine, es geht jetzt nicht so lange. Warte einfach. Was sagen die Zahlen? Hälfte, Hälfte. Frachten haben wir jetzt auch. Viel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.